Also, ich bin Tanja Ulrich. Ich mache im Augenblick vorrangig Malerei. Und die Bilder, die ich diesmal mitgebracht habe, sind Kreidemalbilder, was natürlich erstmal, ja, das hatte ich vorher nicht überlegt. Das war aus dem Impuls heraus. Ich hatte diese große Leinwand und es ist tatsächlich so, wenn ich ein Bild male, gar nicht, dass ich das mir überlege oder so eine Strategie entwickle, sondern dass ich das Gefühl habe, wie so eine Vision. Ich sehe dieses Bild vor mir und dann schaue ich auf die Leinwand und dann entsteht schon von, das ist, ich zeichne quasi das Bild nach, was ich sehe. Und deswegen ist es für mich gar nicht schwer. Das ist so eine Leichtigkeit in dem Moment. Was schwer war, war tatsächlich, das auch mit Kreide zu machen. Das war eine Herausforderung, sage ich mal, weil das natürlich ein großer Druck ist, den du auf die Leinwand ausüben musst. Das ist schon ja, unter erschwerten Bedingungen. Das war ganz besonders. Und daraus ist dann diese ganze Serie an ja, farbigen, intensiven, lichten Bildern entstanden. Es war für mich irgendwie klar, dass es im Wasser sein muss und dass es etwas Fließendes, fließende Formen sein müssen. Und das ergab sich dann quasi, dass es eine Nixe wird. Und es ist so, im Nachhinein fand ich es so geprägt von, ja, von dem, was ich als Kind toll fand. Jugendstil war immer so mein absoluter Favorit und so der Inbegriff der Schönheit und Ästhetik einfach. Und das habe ich versucht einzufangen mit diesem Bild. Und das Wasser ist der Ursprung von allem. Wir gehören alle dazu. Wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Wasser ist das wichtigste Element. Und ich glaube, wir werden noch jedem Tropfen hinterher trauern, den wir irgendwie verschwendet haben oder wo wir nicht achtsam waren. Eigentlich mit uns, unserem Ursprung. Und dieses Schwarz-Weiß ist der Ursprung von Farbe. Wenn man das malt, dann ist man ganz überrascht, weil plötzlich etwas entsteht, was gar nicht mehr schwarz-weiß aussieht, was aus diesen Grautönen eine Farbe, ein Gefühl entstehen lässt. Und deswegen sind das diese Schwarz-Weiß-Bilder auch ähnlich, auch ein Ursprung. Und die war natürlich, die ist die erste Nixe aus dem Wasser, aus den Wogen, steigt sie so empor und sie ist eben auch eine Mermaid, obwohl sie keine Schwanzflosse hat. Es ist ganz, ganz toll. Es ist so. Ich habe so einen Spaß an dieser Vielseitigkeit. Es ist auch nie so, dass ich denke, ach, das hätte ich anders gemacht, oder, sondern ich finde, Kunst ist eine so vielseitige Bereicherung. Und je unterschiedlicher das ist, desto toller. Und hier ist aber dieses Weibliche, dieser weibliche Aspekt, auch besonders mit dem traumhaften Gesang, den wir hier heute erleben durften. Das ist ja, ich war wirklich so gerührt, dass ich fast geweint hätte, weil ich da auch nicht vorbereitet war auf diese tollen, weiblichen, starken Stimmen und ich bin, ja, ich freue mich wahnsinnig auch über die Kombination und auch über die Auswahl, die ihr getroffen habt. Das ist großartig, ganz toll. Ja, also die Künstlerin Stella Tsianos, die habe ich wirklich hier zum ersten Mal heute gesehen und es war für mich ein ganz großes von Herz zu Herz, ohne dass wir viel sagen mussten. Und ich freue mich sehr, dass wir auch zusammen in dieser Ausstellung sind. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht in meinem Leben und auch in völlig anderen Bereichen. Ich habe aber immer so als Sammelpunkt die Kreativität gehabt. Und ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, ich habe bei einer Zeitung gearbeitet. Ich war sehr, sehr lange mit einem ganz anderen Bereich selbstständig, mit einem Motorradgeschäft, was ich auch toll fand, aber es war immer die Kombination, das, was zusammengefügt war, immer die Kreativität. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, dann habe ich tatsächlich hab ich den Faden verloren. Genau. Und dann habe ich also sehr, sehr viel. Ich wollte immer Skulpturen machen. Eine Skulptur von mir ist ja heute auch zu sehen. Und dann habe ich aber auch sehr viel gemalt. Und irgendwann war es ein bisschen enger bei uns. Und dann hat mein Lebensgefährte gesagt: So, jetzt musst du irgendwie mal. Ne, wir kommen zwar noch durch, aber versuch das doch einfach mal. Und dann habe ich sehr lange geguckt. Mir war klar, ich bin ja gebürtige Hamburgerin und mir war klar, ich möchte auf jeden Fall in Hamburg ausstellen, weil meine Nixen, die gehören natürlich ans Wasser, ist ja klar. Und dann habe ich lange geguckt und dann seid ihr mir aufgefallen, weil ich das so gut fand, wie ihr das alles macht, welche Kombinationen ihr habt, wie viele unterschiedliche Künstler. Und das hat mich angesprochen. Da hatte ich noch gar nicht im Hinterkopf, dass ich irgendwie in Peking ausstellen dürfte, sondern da habe ich gedacht, ich frage einmal, was ihr davon haltet, ob es vielleicht eine Chance für diese Art Kunst gibt. Und so habe ich mich bei euch beworben. Und da bin ich wirklich ganz, ganz überrascht gewesen und fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt, dass ich gefragt wurde, ob ich in Peking mit dabei sein möchte. Ja, und das ist jetzt passiert. Und da habe ich erfahren, dass teilweise dann eben auch so Selfies vor meinen Bildern gemacht werden. Auf der anderen Seite der Welt. Das ist doch unglaublich.
Das ist schön und das ist Kommunikation und das ist das, was ich mir wünsche, dass Menschen auch miteinander im Positiven kommunizieren.